Malik, wir haben bis. Duch. Ich weiß, aber der Vogel wurde beschädigt. Ich muss ihn flicken, bevor es wieder losgehen kann. Ich gebe Ihnen dabei Deckung. Negativ. Sie müssen hier weg und Dr. Sevchenko finden. Ich schaff das schon. Sie sitzen auf dem Präsentierteller. Kann schon sein. Aber das ist Ihre beste Chance, ohne Werk zu entkommen. Und das wissen Sie. Also verschwinden Sie, Jensen. Jensen, ich überwache den Funkverkehr von Hangshaw. Bell Tower sucht Sie. Mit allen Mitteln.
Ich weiß, sie haben uns überfallen, Pritchard. Wir mussten notlanden. Malik ist gerade noch davongekommen. Aber sie sollten doch... die guten Jungs sein? Machen Sie einfach einen großen Bogen um sie, Jensen. Wenn man sie erkennt, wird sofort geschossen. Mason. Jensen, hier ist Pritchard. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Ich war beschäftigt, Francis. Jensen, die Weltgesundheitsorganisation rät allen augmentierten Patienten, die nächste Limb-Klinik aufzusuchen. Es gibt ein Problem mit der Biochip-Technologie. Die Störungen, die ich hatte? Die hatten wir alle. Bis jetzt kenne ich den Grund dafür noch nicht. Gehen Sie in eine Klinik? Ich mache noch ein paar Tests. Aber da ich sie an Ihnen nicht durchführen kann und wir nicht wissen, wann Sie zurückkommen, wollen Sie vielleicht nicht warten. Ihre Entscheidung. Nachfrage nach neuen und verbesserten Biochips befriedigen zu können. Das weit verbreitete Problem, so kurz nach den aktuellen Aufständen, bezüglich der Humanoptimierung nur noch mehr Fragen auf. Ist das der Anfang eines vollständigen technologischen Zusammenbruchs oder nur eine weitere Störung im System? Ich bin Eliza Kassel und einen Nachbericht für Pikes. Ich denke darüber nach. Klinik sehr beschäftigt. Aber wenn Sie etwas anderes brauchen, wir helfen. Okay, wiedersehen. Entschuldigen Sie, Mr. Jensen? Ich hoffe, ich irre mich nicht. Sie sind Mr. Jensen, richtig? Kommt drauf an. Wer will das wissen? Tut mir leid, Mr. Jensen. Wie unhöflich von mir. Mein Name ist Wing Hui. Ich arbeite hier als Arzt. Das sehe ich. Was mich viel mehr interessiert, woher wissen Sie, wer ich bin? Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, ich bin etwas nervös. Vor einiger Zeit waren Belltower-Agenten hier. Sie suchten einen Mann, auf den Ihre Beschreibung passt. Als ich hörte, was Sie über Sie sagten, dachte ich mir, Sie sind vielleicht genau der Mann, den ich brauche. Den Sie brauchen? Wofür? Passen Sie auf, was Sie sagen, Doc.
Ich verliere nämlich langsam die Geduld. Nein, bitte. Sie missverstehen mich. Ich will mit Ihnen nur über etwas reden. Es ist nur nicht so einfach, weil es ein ziemlich delikates Thema ist. Wirklich, Mr. Jensen. Ich würde nie jemanden zwingen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Dann bin ich ja beruhigt. Also, worum geht's? Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht allzu viel sagen. Nicht, solange ich nicht weiß, ob Sie mir helfen werden. Aber ich brauche jemanden, der mir hilft, einen sehr gefährlichen, augmentierten Soldaten und dessen Leute zu stoppen. Wenn es stimmt, was Belltower über Sie sagt, sind Sie für diesen Job genau der Richtige. Okay, ich mach's. Aber erzählen Sie mir mehr. Danke. Und bitte, Ihnen muss klar sein, dass ich gleich vertrauliche Informationen an Sie weitergebe. Ja, kommen Sie zum Punkt, Doc. Es geht um Belltower Associates. Sie wissen vermutlich, wozu diese Leute hier sind. Was Sie und die breite Öffentlichkeit allerdings nicht wissen, ist, dass Sie gelegentlich Limp-Ärzte für private Spezialprojekte rekrutieren. Was für Spezialprojekte? Ihr Amerikaner bezeichnet sie als Black Operations. Belltower wählt einige seiner besten Soldaten aus, um sie zu augmentieren. Mit experimenteller, streng geheimer Hardware. Nichts für ungut, Doc, aber das alles ist nicht sonderlich überraschend. Das geht auch schon seit Jahren so. Ja, Ihre und meine Regierung betreiben diese Praxis sicherlich auch. Aber Belltower ist keine Regierung, sondern ein privates Unternehmen. Eine Privatarmee, die für den Meistbietenden arbeitet. Dann geht es darum, Belltower zu stoppen. So sehr ich sie auch hasse. Ich bin nur ein Mann. Nein, es geht nicht um ganz Belltower. Nur um einen ihrer Undercover-Agenten. Ein Mann namens Michael Zelazny. Er wurde mit experimenteller Hardware augmentiert, die jeglichen legalen Rahmen sprengt. Ich schäme mich fast zu sagen, dass ich ihn operiert habe. Er wurde seitdem für verschiedene Geheimoperationen eingesetzt, für die Chinesen und andere. Super augmentiert, lautlos und tödlich. Das könnte ja fast witzig werden. Der Tod eines anderen Menschen ist nie witzig, Mr. Jensen. Dieser Mann ist nicht zu unterschätzen. Er ist mit seiner Einheit vor einem Monat desertiert. 2 Wochen später waren sie vermutlich für die Ermordung eines Stadtrats verantwortlich. Und dann, vor ein paar Tagen kam er zu mir. Einer seiner Leute hatte Probleme mit seinen Augmenten und brauchte Hilfe. Und Sie haben ihm geholfen? Sie schickten mich in das Hinterzimmer einer Fleischerei in der Pangdang Road. Das ist im Yuzhou-Viertel. Dort reparierte ich die Augmentierungen eines seiner Leute, einen defekten Servomotor. Ich glaube, dieses Hinterzimmer ist Ihr Versteck, Mr. Jensen. Gehen Sie dorthin und bringen Sie Mr. Zelazny zur Vernunft. Klar, dafür sind super augmentierte Mordmaschinen ja bekannt. Für ihre grenzenlose Gesprächsbereitschaft. Da kann gar nichts schiefgehen. Schlagen Sie die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, nicht zu schnell in den Wind, Mr. Jensen. Mr. Zelazny ist ein Soldat, kein Verrückter. Ihre einzigartige Situation bringt ihn sicher zur Vernunft. Und für den Fall, dass er doch terminiert werden muss, sollten Sie in der Lage sein, es zu tun. Oder wenigstens zu überleben.
wichtigsten Nachricht heute Abend. Die Gesundheitsorganisation hat heute eine Rückrufaktion für Augmentierungstechnologie von bislang nicht bekanntem Umfang gestartet. Seit Tagen werden aus allen Teilen der Welt vorübergehende Fehlfunktionen und elektrostatische Störungen gemeldet. Haben Sie einen schwer augmentierten männlichen Weißen gesehen? Hey, hey! Ich kenne Sie! Sie sind der Kerl, den Bell Tower sucht. Ich habe Ihr Bild gesehen. Sie haben den Falschen. Was zahlen Sie, um mich davon zu überzeugen? Ich könnte auf der Stelle um Hilfe schreien. Es sei denn, Sie haben ein paar Credits für mich. Ich wüsste noch einen Weg, Sie zum Schweigen zu bringen. Endgültig. Das ist nicht nötig. Mir fällt gerade auf, dass Sie viel größer sind als der Typ, den die suchen. Dann sind wir uns ja einig. Und jetzt verschwinden Sie. Sie haben hier nichts zu suchen. Gehen Sie! Er war genau hier. Sie haben hier nichts zu suchen, Sir. Gehen Sie weiter. Wo versteckst du dich? Letzte Warnung. Gehen Sie. Dafür bezahlen!
Mr. Jensen, Hugh Darrow hier. Bitte verzeihen Sie die Störung, aber David hat mir Ihre Kooperation und Diskretion garantiert. Ich brauche ein wenig Hilfe. Ich höre. Einer meiner Kontakte, Ming Yao, ist in Hengsha und wird Sie informieren. Ich lade Ihnen jetzt Ihre Koordinaten hoch. Mr. Jensen, richtig? Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich bin Ming Yao. Ich arbeite für Mr. Darrow. Ich leite eines seiner Unternehmen hier in Hengsha. Sie wurden mir nachdrücklich empfohlen. Wirklich? Ihr Chef beschreibt Sie als überaus präzisen Agenten. Offenbar sind Sie sehr effizient und bringen jeden Auftrag zu Ende. Wir könnten einen Mann wie Sie für unsere Operation gebrauchen. Was für eine Operation? Sie müssen uns helfen, eine Gruppe von Terroristen aufzuhalten, die das Panchaya-Projekt bedrohen. Wären Sie dazu bereit? Okay, ich helfe Ihnen. Ausgezeichnet. Die Lage ist wie folgt. Uns ist zu Ohren gekommen, dass diese Terroristen streng geheime Informationen über Panchaya besitzen. Wir konnten sie dazu bringen, sie einem unserer Agenten zu verkaufen, einem Mann namens Lo Fei. Die Übergabe soll in der Nähe der Alice Garden Pots im Daigong-Viertel über die Bühne gehen. Und ich soll das Treffen stören? Es wird gar kein Treffen geben. Wir schicken nur Sie, um Mr. Fays Sicherheit zu gewährleisten. Damit rechnen die Terroristen nicht. Sie werden die Information also auf einem Datenchip bei sich haben. Sie müssen sämtliche Verkäufer neutralisieren und den Chip anschließend zu mir bringen. Das verstehe ich nicht. Wenn Fay das Treffen organisiert hat, warum schicken Sie dann mich hin? Warum tötet er oder einer ihrer Agenten die Terroristen nicht einfach? So bekämen sie den Chip doch auch. Weil Mr. Darrow sicherstellen möchte, dass es keine Toten gibt. Wir spielen nicht nach ihren Regeln. Wir wollen sie verhaften und verhören und anschließend vor Gericht stellen. Das geht aber nur mit List und Effizienz. Deshalb brauchen wir unbedingt einen Mann mit ihren Fähigkeiten. Ziehen wir es durch.
Schauen Sie, was ich habe. Kommen Sie, was? Bestes Angebot. Schönen Tag noch. Wir sehen uns. Schab. Schönen Tag noch. Wir sehen uns. Schauen Sie, was ich... Kommen Sie bald wieder. Im falschen Teil der Stadt, Lao Wei. Verschwinde.
Letzte Warnung. Als nächstes... Werner... Oh. Sie müssen die... Ich denke, wir sind fürs Erste. Du bist im falschen Teil der Stadt, Lao Wei. Verschwinde. Falschen Teil der Stadt, Lao Wei. Verschwinde. Thank you.
Jungfisch an Bord.
Du bist hier falsch. Verschwinde, Lauai. Mujidwada!
Sparta in Athen